So, wir. Ah, was haben wir denn hier? Okay, das sind mir irgendwie zu viele. Die kann ich nicht alle nacheinander. Hey, brauchst du ein Auto? Brauchst du ein Auto? Ich brauche Auto, Jan. Also nicht ein Auto, eine Mitfahrgelegenheit. Wo willst du hin? Irgendwohin ist mir egal, irgendwo. Bist du gesucht? Mich verfolgen gerade drei SWAT-Typen. Ach, die da hinten einen Unfall gebaut haben? Ja, oder was auch immer. Ach, ich werde hier vor Wie diesem geht Typen das du nicht gefahren. dabei? Halt die Fresse, ich habe eine Waffe und ich werde sie benutzen, Alter. Okay. Ich gebe dir 550 Dollar, Alter. Die kann ich dir nicht geben. 550 Dollar, das ist mir irgendwie zu wenig. Naja, ich glaube, dann halte ich hier mal kurz an und frage die Herren, ob die einen gewissen Typen suchen. Nee, das sind meine Kollegen. Ach Einzelne so. von denen. Ey Leute, der will mich ganz geil nehmen, schießt weg! Bist doch nicht meine Geisel. Was ist mit dir los? Warum das? Lass mich da raus für den Alter. Wir machen jetzt eine kleine Spritztour. Nee, wir machen keine Scheiß-Spritztour, Mann. Natürlich machen wir eine Spritztour. Du bist in meinem Auto. Was denkst du denn? Hui. Willst du nicht auf die Presse? Ich hab schon lange keinen Gesprächspartner mehr gehabt, du. Das brauche ich irgendwie mal wieder. Ist dein Ernst? Alter, ich bin hier gerade am Regeln, Mann. Was bist du, Regeln? Ey, Leute, die nehmen mich mit. Der ist ein komischer Spasti, der nimmt mich mit einfach, Alter. Der fährt mit seinem scheiß roten Lader, der lässt mich nicht mehr raus. Keine Ahnung! Der Weite hätte mich nicht entführen. Er ist behindert. Also, ich glaube, da müssen wir uns noch Geben mich auf gewisse Feier. Grenzen hier in unserer neuen Freundschaft vorlegen, ne? Die Also, so stimmt. wie du hier über mich redest, das ist nicht so cool, ne? Ich mag nicht so die Ausdrücke. Lass mich jetzt. Hey, wie ist Nimm eigentlich mich dein zurück. Name? Nimm mich zurück, Mann. Ich weiß nicht, mit wem du hier redest, Mann. Ja, wie ist denn dein Name? Dr. Mabuse Mabumba. Mabuse Auch eine Kurzfassung. Mabumba. Nenn dich Bumba. Bumba erinnert mich so ein bisschen an diesen na, Birdie, wenn du Bären, es so ne? anhältst und das Auto Bumba. aufmachst, dann schieße ich dich sofort auf, Alter. Ach, wir machen jetzt erstmal eine kleine Spritztour, mein Freund. Fahren hier erstmal ein bisschen. Ich zeig dir mal ein bisschen die Stadt, ne? Ja, wie war denn dein Tag heute so? Gerade eben noch gut. Was habt ihr so Cooles gemacht? Outfit. Rumgefahren, hab als Kopf gespielt. Hab viele Leute getötet. Viele Leute getötet, oh. Wie viel denn? Sogar 10. 10. Ich Ach, glaub, töten das ist ist nicht hoch. so mein Ding, ich erlöse eher die Leute. Mag ich mehr. Na, jeder Mensch sündigt irgendwie und man muss dann schon mal die Seele reinkriegen. Hilfe! Hilfe! Das war fail. Ey! Ey. Du bist auf der falschen Straßenseite gefahren, Kumpel. Das war jetzt Kacke. Du bist denn? Wo ist denn mein Kumpel hin? Ich glaube, der hat sich verabschiedet. Okay, dann Handy gut. am Steuer nicht gut. Du bluten? Nee, alles in Ordnung, aber ich glaube, wir sollten uns beeilen. Du habe Bandage? Medic. Oh, nie Glück. Okay, Medic. ich muss dann Ich mal hab weiter, ne? Medics gerufen. Keine Ahnung. Okay, wir kriegen das schon wieder hin. Ich bin echt kurz vorm Verkrepeln. Ja, ebenso. Scheiße! Hey. Ich habe vielleicht Bandage. Hola! Wo bin Bandage? Zufällig eine Mitfahrgelegenheit. Was haben Sie? Bandage? Darf ich Bandage? einsteigen? Einsteigen wollen Sie? Ja, ich bräuchte eine Mitfahrgelegenheit. Ich hatte gerade einen Unfall. Haben Sie vielleicht Mein Freund ist leider gestorben. Sie sollten mir vielleicht nicht mal sagen, wie der Unfall hier passiert ist. Das interessiert mich Ja, viel mehr. schauen Sie sich das mal an. Wie steht mein Auto? Wie steht dieses silberne Auto hier?
Auf welcher Straßenseite befinden wir uns? Das ist meine Freundin, habe ich gerade erst kennengelernt. Der hat das mit der Erlösung wohl ein bisschen zu ernst genommen. Entschuldigung. Sie vielleicht Bandagen? Warten wir mal, ich gucke mir das mal an. Gehen Sie bitte immer hinter. Stehen Sie niemals hinter mir. Stellen Sie bitte vor mich. Sie haben mir den Rücken zugedreht, also Entschuldigung mal. Ja, stellen Sie bitte vor mich. Ich stehe doch vor Ihnen. Nee, da. Ich möchte mit den Herren bandagieren, von daher stellen Sie bitte da hin. Dankeschön. Ja, da am Auto, der ist auch verletzt. Mhm. Ja, Na, bitte schön. Doch. Danke. So, der da. Wie geht's über ihn hier? Gut. Achso, mir hat jemand eine SMS geschrieben, ne? Wir müssen ja, mal kurz gucken. Ich brauche hier vielleicht mal eine Absicherung auf der großen Brücke. Was stand denn da? Hier. Autounfall. Find mal bitte den Namen von den Typen raus und sag mir, der soll mir 100.000 ersetzen. Sie wissen, dass sie immer einen Bandagenwechsel. Ja, keine Ahnung, ich glaube, das können wir ignorieren. Da habe ich nicht leer gegangen. Ja, ich habe auch. Das können wir ignorieren. So, wie ist der Unfall jetzt hier passiert? Für mich so, auch wenn der Bugatti auf der falschen Spur fahren würde. Nix. Wir beide hier lang Bugatti überholen wollten, rechts reinfahren, er Gas gegeben haben, wir Unfall gebaut. Und jetzt auf Deutsch bitte nochmal. Also ich zeige Ihnen. Ich und bin einfach ganz normal gefahren. Hier lang. Schwarzes Bentley, hier lang. Bentley wolle überholen, bei Überholen dann rechts rüber. Rotes Auto Gas geben, Unfall gebaut. Aha. Ihr seid von der anderen Seite gekommen, aber gut. Die waren genau hinter euch und wollten mich dann überholen. Ah, okay, das habe ich nicht gemerkt. Die waren die ganze Zeit hinter euch. Weil wir nur einspurig wir nicht überholen können und hier zweispurig wir weg da. Da kommt Auto. Er fährt auch auf der falschen Straßenseite. Haarscharf, mein Freund, haarscharf. Ja, hier auf der Brücke ist es schon die richtige Seite. Da weiß ich nicht, ob Sie es gesehen haben, dass hier drüben die zwei abgesperrt sind. Der Typ. Das mit der Lösung kam aber okay. Gut. Ist klar. Kollateral startet. Ja, ich glaube, der ist tot. Der ist mehr als tot. Haben Sie ein Repair-Kit für den Bugatti dabei? Ich guck mal, ob ich noch eine Bandage habe. Ich habe gerade selber nicht geschaut. Ah, schade, hab keine. Jetzt muss ich hier einen Strafzettel ausstellen, da Sie kein Repair-Kit mit sich führen, wozu Sie gesetzlich verpflichtet sind. Ich hatte dabei, ist aber schon verbraucht. Ja, dann fährt man sofort wieder dahin. Und jetzt sagen Sie, Sie waren gerade. Lassen Sie mich ausreden, sonst kriegen wir beide ein großes Problem hier. So, dann fährt man nämlich zum nächsten General Store und kauft sich ein neues. Und jetzt erzählen Sie mir nicht, dass Sie gerade auf dem Weg dahin waren. Gucken Sie bitte, wo da rechts jetzt was hinter uns ist, wo ich auf Weg war. Ja, das sagen Sie alles. Ist mir vollkommen egal. Sie führt aktuell keins mit sich. Das macht sich strafbar. Ist eine Frechheit. Immer diese Polizisten hier. Immer diese Polizisten. So, haben Sie ein Repair-Kit mit sich? Selbe Situation. Ich bin gerade von einem Repair-Kit gekommen. 100 Meter weg von hier. Hatte vorher schon einen Unfall. Wo kamen Sie denn gerade her, bevor Sie auf die Brücke gefahren sind? Orisontown. Orisontown. Müssen Sie den Morrisontown General Store, das wissen Sie? Ich bin von der Morrisontown Tanke gekommen. Da ist nichts dazwischen. Da müssen dazwischen ja wieder einen Unfall gebaut haben. Sie wissen ja, okay. Machen Sie, was Sie denken. Stellen Sie mir halt das Ticket aus. Ich soll machen, was ich denke. Ich weiß, wie Sie aussehen. Ich leite das an die Leitstelle weiter. Ne? Wissen Sie, was ich denke? Ich denke, dass Sie gerade eine Maske tragen. Und das kostet schon wieder ein 50.000er Ticket eigentlich. Wieso Sie so unfreundlich sind? Sie dachte Polizist, Freund und Helfer. Unfreundlich, hören Sie mal zu. Hier ist gerade eine Person ums Leben gekommen, falls es nicht aufgefallen ist. Und Sie laufen mit Ihrer Hippie-Maske hier rum und denken, es wäre alles froh und glücklich und hell oder was? Ja. Haben Sie einen Lappenschaden oder so? Es juckt Sie gar nicht, dass mit dem Auto eine Person umgekommen ist. Ne? Sie denken nur daran, dass einer erzählt, dass Sie wirklich an Ihr Auto kommt. Ich denke, dass auch. Ja, gut, so gut kannte ich ihn ja auch noch nicht. Ich habe ihn gerade erst aufgegabelt gehabt. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Da nächstes Auto. Er hatte einen relativ guten Tag eigentlich. Inkompetente Fahrer, Junge. Jetzt gehen Sie da erstmal hin und stellen Sie dem auch mal ein Ticket aus, weil der hat wahrscheinlich kein Repair-Kit dabei. Und noch falsche Spur. Sehen Sie? Der wollte rechts.
Also das ist ja mal unerhört hier. Na, die machen alle, was sie wollen, oder? Hier. Wissen Sie, was das für Schlagschaden ist? Ich bezahle mindestens 100.000. Ach, wir haben ja erst den Laden ausgeraubt. Wir dürfen ihm nicht unsere ID geben. Mindestens 100.000, Mensch. Sie haben ja eine Preisvorstellung. Können Sie mich jetzt bitte mitnehmen? Ich müsste irgendwie mal in die Stadt und oder zu den Medics. Ich glaube, ich habe hier irgendwie noch ein Schädeltrauma eingehandelt. Oh, wow. Ja, das ist mein Einsatz. Ich muss los. Können die alle nicht fahren? So, jetzt zum nächsten Garage oder sonstigen. Ich glaube, die können alle hier nicht fahren. Also, Lakeside, ich hätte hier nie hinziehen sollen. Das ist eine verrückte Stadt, ey. Selbst die Medics crashen ihren Heli, also, wow. Ist er nochmal gut gegangen? Wenn der Typ kommt und sagt, er ist freundlich. Ich find's ja trotzdem einfach genial. Es sind so viele Medics da und immer noch ist keiner da. ADAC-ler ist ja auch nicht unterwegs. Das nächste ist, wenn der nochmal so unfreundlich ist, hol ich die Waffe raus, dann ist der Wichser weg. Ich war auch kurz davor, ihn von hinten zu erschlagen, aber dann dachte ich, okay, nee, lass mal's erstmal.